Siehst du den Sprinkler? Pass mal auf. Der deutsche Stargolfer Martin Keimer ist so geschickt, dass er mit seinem Abschlag unter anderem Rasensprenger steuern kann oder aus einem Hubschrauber einen Hole-in-One schafft. Diese sowie weitere verblüffende Golfkunststücke sind in einem aktuellen viralen Spot des Modekonzerns Hugo Boss zu sehen. Bei seinen Bravourschlägen wurde möglicherweise mit filmischen Tricks nachgeholfen. Eine eindeutige Aussage diesbezüglich wollte die Firma gegenüber Focus Online nicht treffen. Das Unternehmen präsentierte den Clip am Dienstag in München im Vorfeld des Golfturniers BMW International Open 2011. Im Rahmen der Veranstaltung hatte der Spitzengolfer außerdem Gelegenheit, sein Können vor Besuchern und Presse zu beweisen. Eingelocht werden sollte von Dach zu Dach. So viel Gefühl muss man haben. Lauf, lauf! Lauf! Martin Keimer ist überzeugt, Golf ist längst kein elitärer Randsport mehr. Ja, ich glaube, es hat sich sehr stark geändert, gerade die letzten 10, 12 Jahre, seitdem den Tiger Woods oben in der Weltrangliste mitspielt. Er war ja sehr lange Nummer 1. Ich denke, Golf ist viel moderner geworden und man sieht jetzt keine Karrierenhoden mehr auf dem Golfplatz. Das ist alles Vergangenheit. Dass Golf Spaß bringt, soll auch das virale Video mit ihm in der Hauptrolle vermitteln, neben dem vom Modeunternehmen erhofften Werbeeffekt. Auch wenn bei den spektakulären Schlägen im Video die Filmtrickkiste nachgeholfen haben sollte, besteht wohl kein Zweifel am Talent des Spitzengolfers. Die aktuelle Nummer 3 der Weltrangliste gewann bereits 17 Turniere, hat ein Balltempo von 269 km pro Stunde und knackte Bernhard Langers Top-1-Rekord. Bereits 65 Tage führte er die Weltrangliste an. Was noch fehlt, ist olympisches Gold. Das wäre riesig. Also olympische Spiele sind für mich ein Riesenziel. Ich denke für jeden Sport, es gibt nichts Größeres, als die Medaille zu holen. Und nicht nur für sich selber, sondern für sein Land Deutschland. Also das wäre schon, da wird schon wirklich ein Traum wahr werden. Sein Rezept zum Erfolg: wenig Risiko, Geduld und Gelassenheit. Und im richtigen Moment zuschlagen. Also ich mache keine wirklichen dummen Aktionen, aber wenn ich wirklich die Chance habe, aggressiv zu spielen, dann mache ich es auch, wenn ich es mir zutraue. Also ich spiele gerne nach vorne. Besonders gefährlich könnte es für seine Gegner beim bevorstehenden Turnier in München wohl vor allem dann werden, wenn Martin Keimer sich an der dargestellten Schlagpräzision des Viralvideos orientiert.